diesem Video gibt es ein paar grundsätzliche Informationen über Exponentialfunktionen. Das kann das Üben mit diesen natürlich nicht ersetzen. Was ist eine Exponentialfunktion? Eine Exponentialfunktion ist eine Funktion der Bauart f von x gleich a mal b hoch x. Das x steht dabei, und das ist typisch, im Exponenten oben. Im Gegensatz zu den Potenzfunktionen, wo das x unten in der Basis steht. Für die Basis b gibt es ein paar Einschränkungen. Etwa würden alle Basen, die kleiner sind als 0, mathematische Probleme verursachen, sodass wir sie einfach von vornherein rausschmeißen. Auch die Basis b gleich 1 ist nicht sinnvoll, denn dann würde sich ergeben a mal 1 hoch x, und 1 hoch x ist immer 1, sodass die Funktion einfach nur f von x gleich a wäre, was auch nicht sinnvoll ist. Also schmeißen wir b gleich 1 ebenfalls aus der Definition heraus. Es gibt noch eine andere wichtige Schreibweise, nämlich f von x gleich a mal e hoch kx, aber dazu erzähle ich ja später was. Der typische Funktionsgraph sieht entweder so aus, das ist exponentiell zunehmend, oder so, das ist dann exponentiell abnehmend. Erkennbar ist das daran, dass im ersteren Fall die Basis größer ist als 1 und im zweiten Fall die Basis zwischen 0 und 1 liegt. Aus den Potenzgesetzen sollte bekannt sein, dass b hoch 0 immer 1 ist. Ausnahme ist 0 hoch 0, aber b gleich 0 haben wir ja von vornherein ausgeschlossen. Daraus ergibt sich, dass f von 0 gleich a mal 1 ist, also a. Das heißt, a ist der Startwert des Wachstums bzw. die Schnittstelle an der y-Achse. Eine typische Funktion für Exponentialfunktionen ist, je größer der Bestand, desto größer die Änderungsrate. Typisch ist dabei wirklich im Wortsinne zu verstehen, das heißt, es ist eine charakterisierende Eigenschaft. Ein typisches Problem bei Exponentialfunktionen ist das Auflösen einer exponentiellen Gleichung nach x. Das erkläre ich am besten an einem einfachen Beispiel. Gegeben ist also die Funktion f von x gleich 3 mal 5 hoch x, das heißt also hier ist a gleich 3 und b gleich 5. Und als Beispiel suche ich mir aus, für welchen Wert von x ist f von x gleich 45. Als Gleichung ausgedrückt lautet das 3 mal 5 hoch x gleich 45. Im ersten Schritt wird durch 3 geteilt, um das x auf der einen Seite zu isolieren. Es bleibt übrig 5 hoch x gleich 15. Ganz typisch für das Auflösen nach x, wenn x im Exponenten steht, ist das Verwenden des Logarithmus. Die Basis dazu ist 5. Das heißt, umgeformt wird das Ganze mit dem Logarithmus zur Basis 5 und es ergibt sich x ist gleich Logarithmus zur Basis 5 von 15. Um den Taschenrechner einsetzen zu können, müssen wir noch folgende Formel kennen. Der Logarithmus zur Basis b vom Wert a ist gleich der Logarithmus zur Basis 10 vom Wert a geteilt durch den Logarithmus zur Basis 10 vom Wert b. Das schreibt man noch kurz als LGA durch LGB und für LG kann man die Taschenrechnertaste log benutzen. Damit kann ich das weiter umformen. Logarithmus zur Basis 5 von 15 ist nichts weiter als LG 15 geteilt durch LG 5. Ich gebe es in den Taschenrechner ein und erhalte die Lösung. Es ist ungefähr 1,68. Wir merken uns, der Logarithmus wird dann verwendet und bitte nur dann, wenn die gesuchte Variable im Exponenten steht. Ebenfalls ist noch etwas wichtig zu merken, nämlich wenn x im Exponenten von b steht und der Logarithmus zur Basis b von x gezogen wird, dann sind das zwei Operationen, die sich gegenseitig aufheben. Man nennt sie Umkehroperationen. Das ist sowas wie x² und Wurzel aus x oder noch einfacher Plus und Minus oder Mal und geteilt. In der Gleichung sieht das dann so aus. B hoch Logarithmus zur Basis b von x ist einfach x. Genauso andersherum, Logarithmus zur Basis b von b hoch x ist ebenfalls x. Das Ganze gilt natürlich nur für b größer 0. Kommen wir im nächsten Schritt zu den Ableitungen von Exponentialfunktionen. Nehmen wir uns das einfachste Beispiel raus, das ist f von x gleich 2 hoch x. Tja, da gibt es jetzt erstmal so keine Ableitungsregel für, und wenn wir keine Ableitungsregel haben, dann müssen wir wieder zurück zu Mama, sprich zurück zur H-Methode. Das ist die Definition von f' von x. Das ist zwar etwas umständlicher, aber das schafft uns dann die nächste Ableitungsregel. Fangen wir also an. Bekannt sein sollte, f' von x ist Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x geteilt durch h. Wir setzen das Beispiel ein, das heißt also f von x gleich 2 hoch x, und es ergibt sich Limes h gegen 0 von 2 hoch x plus h
minus 2 hoch x geteilt durch h. Aus den Potenzgesetzen sollte noch Folgendes bekannt sein: a hoch m mal a hoch n ist gleich a hoch m plus n. Und wenn wir das hier anwenden, ergibt sich Limes h gegen 0 von 2 hoch x mal 2 hoch h minus 2 hoch x und das Ganze geteilt durch h. Dann kann ich noch auf die Idee kommen, 2 hoch x auszuklammern und es ergibt sich Folgendes: Limes h gegen 0, das bleibt in Klammern 2 hoch a minus 1 ausgeklammert mal 2 hoch x geteilt durch h. So, und an der Stelle gibt es ein Problem. Ich kann zwar noch das 2 hoch x ein bisschen dahinter schreiben, um zu zeigen, dass das wirklich noch ein einzelner Faktor ist, aber den ersten Teil kriege ich nicht weiter aufgelöst. Also Limes h gegen 0 von 2 hoch h minus 1 geteilt durch h weiß ich nicht weiter umzuformen. Jetzt behelfe ich mich erstmal mit dem einfachen schmutzigen Trick. Ich setze für h einen ganz kleinen Wert ein, so ungefähr 0,0001 und gucke mal, was da rauskommt. Und da kommt was Interessantes raus, nämlich eine feste Zahl und die ist ungefähr 0,693. Das heißt, ich merke mir, f von x ist gleich 2 hoch x und die Ableitung ist f' von x gleich 0,693 mal 2 hoch x, sprich 0,693 mal f von x. Ich fasse nochmal zusammen, f von x ist 2 hoch x und die Ableitung von x ist dann 0,693 mal 2 hoch x. Wenn man genau das gleiche Spiel macht mit der Funktion 3 hoch x, dann kommt heraus als Ableitung f' von x gleich 1,099 mal 3 hoch x. Und ich empfehle jedem, das einmal selber für sich auszuprobieren und nachzuvollziehen. Und für f von x gleich 4 hoch x ergibt sich als Ableitung 1,386 mal 4 hoch x und so weiter. Zeit für einen großen Mathematiker. Leonhard Euler hatte eine geniale Idee. Er hat sich gefragt, wenn bei 2 hoch x der Vorfaktor 0,693 ist und bei 3 hoch x der Vorfaktor 1,099 und es immer weiter ansteigt, gibt es da nicht vielleicht auch irgendeine Basis, bei der dieser Vorfaktor genau 1 ist? Dann wäre f von x gleich der Ableitung f' von x. Ja, ich will es jetzt nicht in allen Details vorführen, aber er hat sie gefunden und hat sie die Eulersche Zahl e genannt. E muss natürlich zwischen 2 und 3 liegen und ist ungefähr 2,718. Das heißt also, es gibt zwischen f von x gleich 2 hoch x und f von x gleich 3 hoch x eine Funktion f von x gleich e hoch x mit der sagenhaften Eigenschaft f' von x ist ebenfalls e hoch x. Das heißt, beim Ableiten passiert gar nichts. Man kann die Eulersche Zahl auch etwas genauer bestimmen und dann kriegt man weitere Nachkommastellen. Das sieht ungefähr so aus. Das Spiel nimmt tatsächlich kein Ende, denn e ist irrational, das heißt, es wird nie ein Ende der Nachkommastellen geben und diese werden auch niemals periodisch werden. Eine solche Eigenschaft ist vielleicht schon bekannt von der Zahl Pi und tatsächlich ist die Zahl e die andere große mathematische Konstante. So, damit kennen wir eine Ableitung von Exponentialfunktionen exakt, nämlich die der Eulerschen Funktion. Also f von x gleich e hoch x ist abgeleitet f' von x ebenfalls e hoch x und das nutzen wir aus. Gehen wir zurück zu f von x gleich 2 hoch x. Um das auszunutzen, müssen wir es ein bisschen umschreiben, komplizierter machen. Das machen wir mit Hilfe der Logarithmusregeln, die wir vorhin aufgestellt haben. Stichwort war Operation und Umkehroperation. Die 2 schreiben wir jetzt als e hoch Logarithmus zur Basis e von 2, sodass aus 2 hoch x e hoch Logarithmus zur Basis e von 2 hoch x wird. Das sieht kompliziert aus. Es wird ein bisschen leichter, wenn ich weiß, dass Logarithmus der Basis e auch geschrieben werden kann als ln. Das ist der Logarithmus naturalis, der natürliche Logarithmus. Aber ansonsten hat sich erstmal nichts geändert. Das ist e hoch ln 2 hoch x. Und dann nutze ich noch ein Potenzgesetz aus, das besagt a hoch m hoch n ist dasselbe wie a hoch m mal n. Und damit wird daraus dann e hoch ln 2 mal x. Das sieht komplizierter aus, aber es hat einen schönen Vorteil. Es ist jetzt ableitbar, und zwar mit der Kettenregel, die bekannt sein sollte. E hoch irgendwas ist nämlich abgeleitet wieder e hoch irgendwas, sodass die Ableitung einfach wird zu e hoch ln2 mal x. Das heißt also, der erste Teil bleibt stehen, und dann müssen wir nur noch das, was im Exponenten steht, als innere Funktion auffassen und für sich ableiten. Im Exponenten steht ln2 mal x. Und das ist eine Konstante mal x. Und wenn ich eine Konstante mal x ableite, dann bleibt nur die Konstante über, also ln2. Nun kann ich die ganzen Umformungen, die ich oben vorgenommen habe, wieder rückgängig machen und stelle fest, e hoch ln2 mal x ist dasselbe wie 2, sodass ich die Ableitung vereinfacht zu ln2 mal
2 hoch x. Und damit wird klar, dieser ominöse Vorfaktor von 0,693, den wir bisher noch nicht so richtig einschätzen konnten, ist nichts weiter als der natürliche Logarithmus von 2, sprich ln 2. Und daraus folgt die allgemeine Ableitungsregel, f von x gleich a mal b hoch x ist abgeleitet f' von x gleich ln b mal a mal b hoch x. Und wir kommen nochmal zurück zum Anfang. Dort hatten wir gesagt, typisch für Exponentialfunktionen ist, je größer der Bestand, desto größer die Änderungsrate. Jetzt können wir sogar noch sehr viel präziser sagen. Die Änderungsrate f' von x ist proportional zum Bestand f von x. Und wir kennen sogar den Proportionalitätsfaktor, denn der ist nichts weiter als der natürliche Logarithmus von b. Kommen wir zurück zur Startseite. Dort hatte ich gesagt, eine Funktion heißt Exponentialfunktion, wenn sie die Bauart f von x gleich a mal b hoch x hat, mit den Einschränkungen b größer 0 und b ungleich 1. Und ich habe angedeutet, es gibt noch eine zweite wichtige Schreibweise, nämlich a mal e hoch kx. Jetzt ein bisschen genauer, e ist nicht eine beliebige Variable, sondern die Konstante e gleich 2,71828 und so weiter, sprich die Eulersche Zahl. Manchmal ist die Aufgabe gegeben, dass man umrechnen muss von der einen Schreibweise in die andere. Das heißt also, wenn die Euler-Schreibweise gegeben ist und ich möchte die Basis b bestimmen, dann kann ich einfach sagen, die Potenzgesetze wieder erneut ausnutze, b ist gleich e hoch k. Denn e hoch k mal x ist ja dasselbe wie e hoch k hoch x. Und das soll dann b hoch x sein. Umgekehrt, wenn ich auf die Schreibweise mit der Euler-Funktion umrechnen möchte, dann muss ich den Faktor k bestimmen. Und der ist dann entsprechend einfach der Logarithmus Naturalis von b. Das mache ich noch deutlich an einem Beispiel. F von x gleich 2 mal 0,8 hoch x sei gegeben und das möchte ich jetzt in die Schreibweise mit der Euler-Funktion umrechnen. Ja, und dann weiß ich einfach, das ist 2 mal e hoch ln 0,8 mal x. Und dann kann ich das ln 0,8 noch mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie mir danach ist. Und das ist dann ungefähr 2 mal e hoch minus 0,223 mal x. Wir kommen nochmal zurück zu den beiden Graphen, die es gibt. Es gibt exponentiell wachsend, erkennbar an b größer 1, oder exponentiell abnehmend, erkennbar an b zwischen 0 und 1. In der Euler-Schreibweise erkenne ich exponentiell wachsend, dass der Vorfaktor k größer 0 ist und wie in diesem Beispiel hier der Vorfaktor k kleiner 0. Nochmal deutlich, b ist zwischen 0 und 1 mit 0,8 und k ist kleiner 0 mit minus 0,223. Ein weiterer wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Exponentialfunktionen ist die sogenannte Halbwertszeit bzw. Doppelwertszeit. Diese nutzt eine andere wichtige Eigenschaft von Exponentialfunktionen aus, und zwar folgendes. Wächst x, bzw. dann ein Zeitpunkt t, um einen bestimmten Summanden, also mit Plus, so wächst f von x um einen bestimmten Faktor, also mit mal. Und das ist dabei ganz egal, wo es losgeht. Und das berühmteste Beispiel dieser Eigenschaft ist eben die sogenannte Halbwertszeit, die sich auf exponentiell fallende Funktionen bezieht. Aber was ist die Halbwertszeit? Die Halbwertszeit ist der Zeitraum, in der f von x bzw. f von t um den Faktor 0,5 abnimmt. Und wie das gemeint ist, zeige ich jetzt am folgenden Beispiel. Hier haben wir also einen solchen Graphen einer exponentiell fallenden Funktion. Und die x-Achse wird jetzt zur t-Achse, also zur Zeitachse. Der Startbestand sei 100%. Irgendwann sind diese 100% auf 50% abgesunken. Ja, und der zugehörige Zeitraum ist eben jene Halbwertszeit th. Und das Interessante daran ist, warte ich nochmal die Halbwertszeit th ab als Zeitraum, so habe ich dann von den 50%, die übrig waren, wieder die Hälfte verloren und noch 25% über. Und warte ich nochmal die Halbwertszeit th ab, dann ist von den 25% wieder die Hälfte weg und es bleiben 12,5% übrig. Es ist völlig egal, wo ich anfange. Ich kann auch anfangen zu einem Zeitpunkt, zum Beispiel, wo 80% des Originalbestandes noch vorhanden sind. Warte ich den Zeitraum einer Halbwertszeit ab, ist die Hälfte von dem noch übrig, was vorher da war, in diesem Fall dann 40%. Wenn wir verstanden haben, was die Halbwertszeit bzw. Doppelwertszeit ist, dann kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich wie man sie bestimmt. Gegeben ist also eine Funktion f von t gleich a mal b hoch t und wir suchen die Halbwertszeit th.
setzen wir einfach ein und nutzen die Definitionseigenschaft aus, nämlich wenn ich die Halbwertszeit abwarte, bleibt nur die Hälfte des Anfangsbestandes übrig, das heißt also nur 0,5 mal a. Der nächste Schritt ist dann auch klar, ich teile beide Seiten durch a und erhalte b hoch dh gleich 0,5. Hier ist schon schön erkennbar, dass der Anfangsbestand a keine Rolle spielt für die Bestimmung der Halbwertszeit. Und das Ganze ist einfach umgestellt mit Hilfe des Logarithmus. Das heißt, die Halbwertszeit ist der Logarithmus zur Basis b von 0,5. Und mit der bekannten Umformung ist es dann der LG von 0,5 geteilt durch LGB. Ist die Funktion in der Euler-Schreibweise gegeben, so ist die Überlegung völlig analog. Ich setze die Halbwertszeit ein, es bleibt nur die Hälfte des Anfangsbestandes über. Ich teile beide Seiten durch a und erhalte die Gleichung e hoch k mal th gleich 0,5. Ich forme das Ganze um mit Hilfe des Logarithmus, dann bleibt über k mal th ist ln von 0,5. Und dann teile ich noch schließlich durch k und erhalte die Halbwertszeit des ln von 0,5 geteilt durch k. Das Ganze vielleicht in einem einfachen Beispiel klar gemacht. Gegeben ist wieder die Funktion f von t gleich 5 mal 0,8 hoch t. Und dann ist die Halbwertszeit einfach LG von 0,5 geteilt durch LG von 0,8 und das sind dann ungefähr 3,11 Zeiteinheiten. So, und wenn ich die Doppelwertszeit bestimmen will, dann habe ich entsprechend analoge Überlegung, eigentlich völlig gleiche Überlegung, nur dass entsprechend statt 0,5 der Faktor 2 auftaucht. Das heißt, die Doppelwertszeit ist LG2 durch LGB bzw. LN2 durch K. Und noch etwas gibt es zur Halbwerts- bzw. Doppelwertszeit zu sagen, aber ich kann schon mal vorab beruhigen, das ist jetzt endlich die letzte Folie, die ich noch erklären werde. Und dabei geht es um folgendes Problem, es ist die Halbwerts- bzw. Doppelwertszeit gegeben und ich suche die zugehörige Funktion. Wie das funktioniert, erkläre ich am besten an einem Beispiel. Dabei sei der Startwert erstmal noch beliebig, a, und die Halbwertszeit 2,5 Zeiteinheiten. Was auch immer, Sekunden, Minuten, Stunden, Jahre, kann man sich aussuchen. Ja, wenn ich sonst nichts gegeben habe, setze ich allgemein mit Exponentialfunktionen an, das heißt also f von t gleich a mal b hoch t. Und setze das Einzige ein, was ich weiß, nämlich die Halbwertszeit. Das heißt f von 2,5, das ist a mal b hoch 2,5, ist die Hälfte des Startwertes als Gleichung 0,5 mal a. Dann kann ich im nächsten Schritt durch a teilen und erhalte die Gleichung b hoch 2,5 gleich 0,5. Und jetzt haben wir es so oft mit Logarithmus umgeformt, dass die meisten dann noch dazu neigen, hier wieder Logarithmus anzuwenden, aber wir müssen aufpassen, das b steht nicht im Exponenten, sondern unten in der Basis. Das heißt, es ist keine Logarithmusumformung, sondern eine Potenzumformung. Ich rechne einfach beide Seiten hoch 1 durch 2,5. Und dann ergibt sich, b ist gleich 0,5 hoch 1 durch 2,5. Das kann ich in den Taschenrechner eingeben und erhalte 0,758. Und dann habe ich meine Funktion gefunden. Das ist einfach f von t gleich a, also der Startwert, was auch immer das sei, mal 0,758 hoch t. Wer möchte, kann ja nochmal nachrechnen, ob sich tatsächlich die Halbwertszeit von 2,5 Zeiteinheiten ergibt. Und dabei wünsche ich viel Spaß. Tschüss.